Ja, herzlich willkommen dann zu einer neuen Videolektion Java für uns MTG. Das hier geht es um einen Teil von einer Solution, die am Exercice 23 vorkommt, und zwar die kleine statistische Auswertung von der Zufallszahlen zählen, für zu wissen, wer das größte, kleinste, was das zum und wie viel Hunde ich überhaupt gezogen. Voilà, das wollen wir das hier erklären, weil du waren pure kleine Subtilitäten. Aber wir mussten abholen. Voilà, da gehen wir aber dann ein bisschen schnell was noch von Kuppel hängen. Wir hatten den Kutscher ein bisschen programmiert. Just aufpassen, wir haben die Methode umbenannt, Calc Next Rand, weil das ist ein bisschen interessanter als sich mal die Next Rand umzuwählen. Voilà, ganz am Schluss fängt man mit dem Print hin. Heißt, print mal an die Konsole aus verschiedene Statistiken. Für dann können wir auch verschiedene Zwölle printen. Hier ist dann den kleinen Trick für 29 Zeilen pro Zeile integrieren. Dadurch kann ich auch selbstverständlich mit einem Format. Hier steht while, ich kann noch mit einem Format. Voilà. Weil also nicht, wenn man 12 hier Zufall zählen, weil dann machen wir ein 12 mehr an unserem Park dran. Voilà, der Count geht an die Lute, Count ist am Anfang 0. Das ist auch hier, wo wir initialisiert. Und zum geht auch dem dementsprechend, da heißt, da haben wir ja schon dann gesehen am Exercice. Ja, du kalkulierst Samt-Lektion, ne? Voilà. Guckst du eigentlich nur Tab-Zahl, Samt plus an, dann ist eine Standardzahl, die muss da können. So, aber voilà. Schwierig geht häufig effektiv dafür, nur als Kommentar dabei gesagt, nun, wie fandest du die größten und die kleinsten und du hast den Algorithmus nicht so ganz trivial? Ja, aufpassen, kleinsten und größten, das ist nicht der Maximum von meinen Random-Zwellen. Ja, das war auch noch beim Nummer klein von 40. Voilà. Ja, wir müssen zwar Limit 1, Limit 2 sind, wir mit intelligent. Okay, boah, mein Exercice 23 war dann wohl Maximum. Wir sind schon die gut. Kleinsten von den Zwellen, die zufällig auf was gezogen sind. Ja. Nicht verwirrt. Okay. Ich meine auch vielleicht ein kleines Zeichen, dass wir da jetzt können ein bisschen etwas vorstellen. Zum Beispiel, ich denke mal am Lowesten nun. Ja. Dann heißt das dasselbe Prinzip. Das ist schon eine Variable, in dem Fall ein Attribut, die lowest ist. Kleiner Appell, das ist ein Kost, die kann der Long beinhalten, irgendein Wert. Schon noch eine Menge Methode, ein N, das ist die 12, die ich gezogen. Zufall gezogen, ganz okay. Richtig. Eng mal 12. Wir könnten ein Tableau d'Exekution machen, das müssen wir auch hier noch machen. Ja. Ich meine, aber nur mit einem kleinen Tableau d'Exekution. Das sind zwei Kosten für als zwei Variablen zu. Ich zähle nur den Wert aus. Aber der lowest ist schon einfach ein 12. Bis low haben wir 5 dran. Das heißt, kein 12 bis low. D'accord? Also random, also gespielt, den zieht als low ein 12, 6. Okay. Okay, 5 war 6. Was ist die kleinste? 5. 5, okay. Das ist ja nicht extra. Was da ging ich hin? Aber von der 5 zähle ich rum ein. Ich zähle sie. Das ist nämlich 6, wir sind schon nur 3. Das ist 12 gezogen. Okay. Voilà. Was ist da los, die kleinste? Weil logischerweise den neuen N, ja, lowest N. Das ist 3. Lowest geht dann der Wert von N. Der Wert von an dem Fall? 3. 3. D'accord. Das war nur ein Römmeng 12 holen. Das 7 zum Beispiel. Die sieht das Prinzip vom Tableau d'Exekution hier. Ja, das 7, aus dem ich klein oder mich groß? Der lowest bleibt in das. Der bleibt in das. Bis ich Römmeng 12 irgendwie rausziehe, die mich klein wie 3 ist. Das ist das Prinzip Core. Steckt schon? Ja, schon. Das muss man nur irgendwie auf Java hinkriegen. Naja. Auf wo? Tick, tick. Hina. Auf der Platz. Das ist mir unten angezogen. Den Hummer, der lowest steht hier oben als Attribut. Das ist, da müsste man im Prinzip das hinkriegen. Ja. Was haben wir ja gesagt? Ein N mit dem lowest Vergleich. Klar. Okay. Das riecht ganz stark nach dem If, ja? Definitiv. Das ist If. Hier ist etwas. Ja, nein, nein. Und dann ein Klammer ab, Klammer zu. Auch für den Lowest machen wir kein Els. Im Prinzip nicht, wenn wir den Lowest von tun. Wir können den Els und dann eventuell waschen. Nee. Okay, was muss ich da effektiv vergleichen? Naja, du musst Ad mit Lowest vergleichen. Ad mit Lowest? Ja. Tipptopp, mir fehlt etwas an der Metall. Ja, muss. Ja, aber was geschieht, wenn man vergleicht? Was haben wir gemacht als Operation? Wenn ich zwischen rumgucke. Aus Ad mit klein wie Lowest. Aus einem wie kleiner. Was haben wir da gemacht? Weil da haben wir ja den Wert, den rausgezogen hast, den hast du an der Lowest gesagt gehen. Gesagt gehen. Okay. Ja, im Prinzip. Affektation. Okay. Eine Affektation. Das ist schon ein aus gleich Lowest. Oh, aber Mann, das ist. Ja, das ist die klassische Fehler, die man oft gesehen. Ja. Wie geht da wen?
Ja, wie, wir lesen für jetzt noch links, das ist der Punkt. Ja. Voilà. Gedürte Fall, die noch links geht. So. Gedürte Fall, die, die, ja. Ich will den Wert an lowest speichern. Die, ja. So ein Pfeil. Ja. Lowest ausgleich. Okay. Okay. Also, das schon, geht schon falsch, dann geht nicht ganz weit. Ne? Geht nicht mehr weit. Okay, was ist an den Test? Wenn ich soll ich den N an der lowest machen? Wenn N strictement inferior an lowest ist. Strictement oder strictement egal? Das spielt keine Rolle. Für was? Aber ja, wenn ich überschreibe den lowest Wert mit dem selbsten Wert. Ja? Ja, das ist in dem Fall also defektiv egal. Aber das ist wichtig, dass ja, man sich das vorstellen. Das muss vorgestellt, genau. Ja, ja. Also, wie ich hatte einfach schon für die Universität, aber effektiv gut, dass du frierst. Ja. Muss ich froh sein. Hm? Wir sind nie. Wir sind nicht, ja. Das ist dann ein Prinzip. Mhm. Im Prinzip müssen wir gehen. Speichern. Ganz schnell. Ich kompiliere noch ein paar. Tipptopp, kein Fehler, nicht falsch getippt. Kaffee kommt auch bei Profen an Leute, die Erfahrung haben. Ich mache mal einen neuen Objekt, eine Instanz. Was ist mein Limit? Den Ursprung von 1 bis 10. Okay. Voilà, klassische Wert an. Wir sehen mal seinen Attributwert alle gut. Und dann so eine Schim, ich will 5 Zwillen zählen. Da müsste man theoretisch Statistiker weisen, die ich will. Okay. Voilà. Okay, das sind 1, 4, 4, 5, 3. Okay. Tipptopp, das sind 12. Und nun will ich meine Statistiken. Printen. Theoretisch können wir das, was wir brauchen. Voilà. Range von 1 bis 10, 5 Zoll gezogen, lowest 0, highest 0, sum 17, average 6,5. Tipptopp. So, war das richtig, war das falsch? Ja? Da war es. Highest, muss man nicht mühen, highest noch gut behandeln. Nein, highest lässt man sehen. Aber der lowest, der steht lowest 0. Ist 0. Aber nicht von den 0 Aber nicht von den 0 Zwillen, das ist mir ein Problem. Da. Ja, lowest offensichtlich. Ja. Offensichtlich war da ein Fehler. Hm. Ja. Okay, gucken wir uns den Code eingeben. Was haben wir hier nicht gemacht? Das ist schon das Erste. Schon hier das Count, das Sum. Ja. Schon hier Attribute. Was haben wir für den Attribute vergessen? Das Attribut Lowest hat keinen Wert. Ja. Und das ist bei Vergleich mit etwas, was keinen Wert hat. Nur zwar Wert. Ja, mit, aber par Default. Ja. Soll ich nicht mehr machen. Das ist mit okay, Lowest auf 0. Okay. Lowest, ich meine auch schon dann Highest auf 0. Okay, probieren wir den Attribut auch. Muss auch initialisiert werden. Auch wenn wir noch nicht berechnen. Ja. Okay. Mhm. Nein, kann ja speichern. Was kompilieren? Speichern kompilieren. Ein neues Objekt erstellen. Ein Raum von 1 bis 10. Da kriegen wir selbstverständlich einen Wert. Mhm. Das ist jetzt Zufall. Nein, das Prinzip muss aber noch einmal stimmen. Für den Wert erzählen. 3, 8, 3, 8, 8, 5. Also mit anderen Statistiken. Ach, mal ein bisschen Glück. Geht noch einmal. Ah, noch einmal 0. Low ist es 0. Hm. Okay, ich meine, du musst mal die ganzen Dinge Schritt für Schritt aber da so. Es war ein Tableau d'Exekution, man muss ich nicht so kompliziert sein. Mit den Werten 8, 3, 8, genau. 3, 8, 8, 8, 5. Das ist nicht auf meinen Dingen. Aber frisch. Aber pur Komma, hei. Oh, die sind Blätten, hei, das war so. Das ist mir halt ein Wert da. Tick, tick, tick. 8. 3, was schon eine gute Erinnerung. 8, 3, 8, 8, 5. 8, 8, 5. Okay. Das sind die Werte, die gespielt sind. Da muss man dann sagen. Ja. Das ist nicht für sie zu verwerfen, wenn sie nicht gefallen. Ne? Ah, nein. Das ist der, der Programm. Sie gefallen mir nicht. Definitiv nicht. Lowest, schon noch einmal mein Attribut durchstehen. Okay. Schon noch einmal mein N, die man auch noch dabei. Das ist den N, als dann den die Reihenfolge. Als aktuelle Wert, voilà. Ja. Das theoretisch müssen wir nicht mal am Tableau der Exekution machen, aber wir probieren die Methode. Das ist, was wollen wir heute gucken, dass am Anfang effektiv was geschieht, an diesem kleinen Algorithmus mit dem Lowest, mit dem N, von der Schenk zu erzählen. Ja. Also, fängt mal an. Wir haben hier geschrieben, Lowest ist gleich 0. Da schreiben wir. Okay. Ein 0 dran. Nein. Den ersten Moment wird N 8. Ja. Froh, as 8, mi strictement inferior a 0. As 8, strictement inferior mit 0. 8, mehr klein wie 0. Nein. Selbstverständlich nicht. Nee. Test, lowest getreu, nicht geändert. Nein. Bon, da holen wir die nächste. Da steht dann ein 3. Brauchen muss man sich weiterführen. Im Prinzip nicht. Wir wissen, wann. Okay, wir können ja. Wir können ein bisschen gucken. Nein, okay, gucken. Effektiv, wir sehen schon, du hast 4,3. Als 3 mehr klein wie 0. Nein, das ist an der Zelle auch für alle Zwillen. All die Zwillen, die wir hier haben, sind mehr groß wie 0. Keine von den Zwillen kann je
Falls ich mir sehe, ich von 1 bis 10 gehen. Ganz genau. Und 1 ist also schon mehr groß wie 0. Also 0 irgendwie mängelig wäre nicht die beste Schwab. Ich fand das so gute Schwab. Das ist halt die Frau. Ich weiß nicht, ob ihr gesagt die Premier Kuh. Das ist nicht evident. Für das irgendein von den Zuhlen, du weinkelst, ja? Ja, das ist theoretisch, wenn ich da gucke, kann ich schrauben, mit R du fängst, oder? Wenn ich R du fängst, gib ich die kleinste Pfanne? Nein. Also nicht, wenn du los Null am Anfang hast. Wenn ich den auf R setze. Setzen auf 8. Ja. Setzen den auf 8, das ist die erste 12. Wir werden nicht, probieren wir da irgendeine 12. R. Okay, 8 als Startwert. 8 als Startwert. Okay. Als 8 mit klein wie 8? Nö. Okay, 8 bleibt, ja. 8 bleibt. 3 mit klein wie 8? Ja. Ja. Da kriegst du effektiv mit 3. Okay. Und da haben wir noch 8. Ändert nicht, 3 ist immer mit klein. 8 darum bleibt. An der 5, da bleibt dann 3 immer mit klein. Ja, das funktioniert. Das funktioniert, wenn ich 8 gefühle. Mhm. Wir werden zu einem Kind nachher. Das ist ein Zufall. Naja, 1 bis 10. 1 bis 10. Okay. Ich kenne Werte 1 bis 10. Wir schreiben das auch mathematisch so. Ja. Die Limiten sind dabei. 10 mal einfach, ein wo 10 drauf vierkant. Oder? Ja, was lief da geschehen? An 1 vierkant. An 1. Ja. Das ist schon eine Scheibe, wenn dann gibt ein 1 noch dabei schreiben, dann habe ich ein 10. Mhm. Dann okay. Merkt man schon am Anfang. Was war man muss ich die überhaupt initialisieren, für das es klappt? Das ist gut froh. Ja. Das ist schon mal 1 initialisieren. Mhm. Das ist 0, was man geht nicht. Mit 1. Dann können wir das mal so. Mal lösche mal, was wir haben. Auf ein Gedanke für 4 Runden. Ah, voilà, der Gummi. Upp. So. Das kann ich mit 1 direkt rausschreiben. Und 1 kann doch 4. Mhm. Das ist richtig. Wir wollen die 1 nicht an meine geringen Zahlen kommen. Wenn ich mit 1 initialisieren, dann geht doch nicht. Mit 2, mit 3. Das ist der Wert, klappt halt nicht. Nein. Das ist der Wert für Wert, gibt da klappen, wenn ich dann mit 10 initialisieren. 10. Gibt das gehen. Mhm. Können wir probieren. Probier. Wir gucken die Geringzahlen. Das ist mal 10 halt dran. Mhm. Und dann fängt man an. Mit 8. Als 8 mehr klein wie 10. Aber definitiv. Definitiv. Das ist den heutigen. Den neuen Wert geht dann 8. Mhm. Den 3. Das ist heute geht los 3. Als 3 mehr klein wie 8. Die gewinnen die was 8. Die gewinnen die was 8. Ist. Aha. 3. Den nächsten aus dem 8. Aus dem Miklein? Nein. Nein. Aus 8, die nächste 8? Nein. Aus 5? Nein. Nein. Für die Geringzahlen, die wir gezogen haben, funktioniert das. Okay. Wenn eine andere Zahl drauf wäre, wie 1, gibt dann gehen. Wenn ich eine 6, 12, 1 gibt. Man schneidet eine 1 dabei. Zum Schluss. Zum Schluss. Das ist. Als 1 mit klein wäre, was war denn das? Der Stand ist 3. Den 3 und den gefangen, ja? Dann gewinnt den. Wenn ich 10 dran bin, lass es kriegen. Als 10 mit klein wie 1, nein. Nein. 1 ist nochmal den Spitzenreiter. Das ist irgendwie, schenkt ihr heute den 12. Das ist ein Spezial. Ein Spezial zu sein. Sollen wir dann den holen? Dann müssen wir den holen. Was ist denn 10 dann? Das ist der größte Wert aus dem Range. Das ist der größte Wert von unserem Bereich. Ja, sprichst du mal Tribut Max. Ganz genau. Okay. Spiel den, wie wollen das tief gehen? Schon aber ein Problem. Probieren wir noch schreiben, Max. Okay, probieren wir. Da hin schreiben. Max, das Limit, das ist der größte Wert, den wir überhaupt haben. Okay, probieren wir just den Lowest, ja? Kompilieren wir. Save nicht vergessen. Wir starten noch ein Keer. Voilà. Raum von 1 bis 10. Das Lowest wird dann der Wert 10. Für uns fangen. Mhm. Starten wir. Und dann rum von der Väter. Ja. Probieren wir mal von der Väter. 8, 6, 1, 1, 2. Schieben, komisch. Probieren wir mal Statistik. Also 1 muss richtig Antwort sein. 1 muss richtig Antwort sein. 1 ist richtig. Okay, ist das so voll oder hat man nochmal einfach Chance? Nein. Weil, für was? Weil die erste Zahl, die gezogen die erste kann ja. Das Empfang, die Zahl, die muss. Die kleinste gehen. Bei der, wenn du schon nicht richtig schläft, dann ist schon ein Problem. Ja. Voilà. Wenn wir hier gucken, als der die erste 12, die erste 10, als der mehr klein wie 10. Ja, logischerweise. Ja. Am schlimmsten Fall, als die erste 12 lang 10. Ja. Als 10 mehr klein wie 10, das bleibt. Das ist noch immer die kleinste. Mhm. Die ist effektiv, wenn ich den Max,
die größten möglichen Werte hinnehmen, dann klappt das. Dann funktioniert das richtig. Okay, behalten wir das mal als Zwang. Dann schwingt der Wenker zu sehen, und das auch mathematisch, irgendwie spielt sich gut. Ja, das geht, das müsste klappen. Voilà. Wenn ich nur den Highest halt direkt will schreiben, ich meine, ich kann nur direkt den Highest hier kriegen. Ja. Weil das die größte 12 an N. Ich meine, Copy-Paste. Ja, und dann wissen wir nicht ganz viel. Wenn wir nicht viel zu wissen, im Prinzip. Das ist lowest. Das ist der Highest. Und dann noch am Vergleich. Aufpassen, der Vergleich muss man noch. Das ist noch nicht so weit. Ich meine, den ist schon der Wäsch. Das weiß ich nicht. Ja. Ja. Wann kriegt den Highest den Wert N? Naja, wenn N mi groß ist, wie heißt, ja. Ja, wenn N mi groß ist. Ja. Nicht, wenn mi klein ist. Kiezen, ja. Voilà, wir sind nur die Größte. Die ja, schon ja. Aktuellen Highest 5 was, am Ende 12, 7 ist, ja, dann ist das der mein neuen Highest. Lucken froh, ja, mit was muss man den initialisieren? Ja, die selbe Überlegung. Die selbe Überlegung. Die schon ist eng 12, 10, zum Beispiel im Bereich, und ist 8, 10, das ist auch mein Maximum. Was muss ich denn dann den Highest? Na, Highest, wenn die Logik ist einfach, dass wir es Lumin sind. Ja, mit 0 geht es. Ja. Wird 0 mehr kleiner als für unser Bereich. Das ist sofort, Logik ja. Aus dem Min. Okay. Darf man überhaupt negativ 12 und 10? Nein, ja. Nein, hier steht es an der Angabe, wir dürfen nicht. Okay, was möchtest du mir einfach? Möchtest du ein bisschen mir einfach? Ja. Ja, da, probieren wir mal. Kennt Lowest ob 0 stehen bleiben, das ist die andere Frage. Lowest, ob 0? Ja. Oder highest ob 0? Den highest ob 0. Schenkt zu gehen, weil der highest mit klingt, wenn ich dann 1 zähle, dann geht es 1. Wenn ich 10 zähle, dann geht es 10 vom highest. Das ist 0. 0 gibt es halt gut, ne? Gibt gar 2 gehen, ja. Schmengen, ja. Minus mir elegant, ja. Und das, was man mengen, ja. Probe. Voilà. Yes. Oh, 4, 1. Ah, 1 ist da. Das ist die größte aus der 5 und die kleinste aus 1. Mit größer als selbst wie 1, okay. 5 Stück, lowest 1, highest 5. Das ist das klappt. Schön zu bauen, ja. Effektiv, die halten als die kleinste, die wir können zählen, das paar Definitionen dann auch die dann direkt durch einer Mikroskop gehen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich gesagt aber irgendwann denke, muss ich ihn spüren, an dem man sich rundhascht, ja. Was der Lowest und der Highest wäre, das ist nicht offensichtlich. Das ist ein bisschen probieren. Das fällt nicht einfach so vom Himmel. Dato. Voilà, das ist im Prinzip Hummer alles. Ich würde noch einen kleinen Test machen. Muss ich immer ein paar Mal testen. Ich meine, einen neuen Objekt. Voilà, neue Instanz, neue Instanz hier, ja, Raum von 1 bis 10. Wenn wir schon die Beispiele haben, behalten wir die. Voilà, und dann sprinten direkt Statistiken. Ah. Voilà. Oh. Range 1 bis 10, Count 0, Lowest 10, Highest 1. Sum 0, Average NHN, not the number. Well, das ist schwer einfach zu erklären, eigentlich. Wie weit, wenn wir wollen, wenn ich darauf gucke gehen, meine Statistiken, da sind sie erstmal eine Division durch 0. Das geht nicht. Aber du bist schon froh, dass du Programme drauf geschmiert hast. Ja, weil bei ganz allen Programmen passt gar nicht. Ja, ich meine, andere Leute von da los und dicke Strich dabei machen. Voilà, weil das tun das falsch. Der will nie durch 0 Ja, das schon mal dem IF aufhängen. Voilà, muss schon mal dem IF aufhängen. Das tun wir schon definitiv. Wie auch die anderen zu stimmen nicht. Aus der Lowest 10. Aus der Highest 1. Also, nee, definitiv nicht. Wir haben keine 12 gezogen. Wenn also definitiv nicht 10 an 1. Die stimmen nicht. Und selbst macht das so. Wenn ich keine 12 zähle, ja, dann darf ich auch nur testen. Kann ich keine Statistik rechnen. Ich darf kein rausgehen. Voilà. Test. Das kann ich richtig sehen. Voilà. Test. Eine Methode, wie das zu lesen ist, was ich gehe hin und ich meine, du einen illegalen Wert. Test der Wert, max plus 1, den ist außerhalb von unserem Bereich. Minus 1 für den Min, den ist auch außerhalb von unserem Bereich. Okay, was ist das? Was ist das? Dann, weil die heute gehen dann als. Für die Rechnung sind auch immer richtig. Ja. Aber für den Unzuweisen, wir weisen dann auf einmal eine Sache nun. Ich probiere dann, dass ich mal was du rauskommst. Ich meine ein neues Objekt, kompilieren, Raum von 1 bis 10. Okay, und das kann ich abbringen, ich auch um Statistiken. Was tun ich? Lowest 11, highest 0. Okay, außerhalb vom Bereich. Außerhalb vom Bereich, weil da steht es von 1 bis 10. Ist das noch besser? Ich meine nicht. Ich weiß, es gefällt mir auch nicht. Voilà, es gefällt. Das ist schon besser, weil es kann ich schon immer da Fehler provozieren. Wir sehen, das tun das illegal als Wert. Okay.
Okay, ich kann nicht nur irgendwie benutzen für eine Analyse zu machen. Für eine Analyse, aber für den Rest von der Tour also fehlerhaften Resultaten. Nee, besser, also ich weiß noch, ich kann nicht tun. Der Tour ist aber besser, wir wollen das nicht tun. Wir wissen, Max aus unserem Bereich. Und dann geht noch ein zweiten, wo es auf werden, das nicht tief gebrauchen. Wenn ich heute die größte Lung überhaupt in meinem Bereich dran habe, dann kann ich nicht Lung, das Maximum plus 1 machen. Das gibt so Leute, die man express das, ne? Nicht unbedingt, mit du hast du den ganzen Bereich. Ja, sind so Leute, die man auf der Webseite für ein Seil zu bringen. Voilà, ganz genau. So Limite muss ich aufpassen. Das soll ich immer da vermeiden, an denen Probleme zu kommen. An dem Fall muss ich halt Max Amin losen. Ja, das dann habe ich nie ein Problem. Nee. Aber dann muss ich aber unbedingt das tun aufhängen. Ja, also wie kann ich so etwas aufhängen? Ja, das alles, was du noch könnt, wird nicht mehr da gemacht, wann ich überhaupt schon ein Zoll gezogen habe. Das ist meine Idee, die erst. Ja, das muss erst gefunden werden. Die zweite Frau aus dem D, ja, wie stelle ich fest, ob schon ein Jahr den Kalken extra gemacht habe. Das ist schon heute den nächsten Deal. Okay. Meine, ja, okay, den Als-Deal. Ja. Den Als. Oder wie es doch immer willst definieren. Voilà. Ich bringe meine Statistiken nehmen. Nehmen dann, wenn der App ist falsch ist. Okay. Ich schon weiß, ich kann das machen. Okay, nein. Drei hopp. Ja. So, mein Klammer zu. Lauf viel Tschüss nach. Hi, mach einmal eine Fehlermeldung. System out. Printlern. Eine Fehlermeldung. Du siehst doch, wie ich das mache. Für dich den Inhalt. Dich doch Kasse, dann den Inhalt, ja. No numbers generated yet. Ja. Kein Zwille. Gezündet, da kann ich auch nicht. Kein Statistik. Oh, und kriegt ihr also noch ein bisschen speziell. Wie kann ich wissen, dass ich kein Zwille gezündet habe? Tja. Wie das irgendwo? Tja, da muss ich ein bisschen rumscrollen. Oh, ich sehe noch da unten. Ja, gut. Okay, ja. Was heißt das denn, Zwille sind? Das ist, dass die heute Methode abrufen. Was ändert er sicher mit all Abruf? Aber es kann nicht mehr etwas sein, was in einem Attribut gespeichert ist, dass du nicht kein Trust davon hast. Ich sage, richtig. Wir müssen an einem Attribut etwas gespeichert haben. Das geht nicht. Kann ich das mit der Summe? Nein. Nein, im Prinzip nicht, weil ich weiß nicht, was hier am Ende steht. Nein, kann ich nicht. Den hast du nicht. Selbst am Lowest und am Highest, ich kann nicht einmal aufhängen. Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Kann ich nicht, weil der Lowest, von dem es immer 10 war, weil immer 10 gezogen ist, da kann ich nicht einmal aufhängen. Nein. Was bleibt dann übrig? Was ist denn heute? Der Count. Ja, Ziel. Wir zählen, wie viele Zwillen. Das ist schon bei der ersten Kehle, wo man schon den Count erwähnt. Ja. Weil du bei 0 fängt, ja, dann hast du bei 1. Was tun ich dann als? Na, du musst fragen, als Count. Ich will das printen. Gleich 0, ja. Voilà. Egal. Also du richtig? Ah, oh, ja. Ja, die können dann die Bêtisier dran. Ja. Ganz genau. Da tun wir es aufpassen, dass ein Vergleich von der Egalität keinen Effekt hat. Wir wollen nicht den Wert 0 an den Count setzen. Und das ist das für uns. Voilà. Nein, wir wollen wirklich das unbedingt das tun, nur vergleichen. Ja. Kompilieren wir einen Jahr. Und dann haben wir ein Exercice gepackt. Mit ein bisschen Glück. Wann geht? Das ist immer wichtig, dass in etwas falsch getippt wird. Okay. Sprinten direkt Statistiken. Ohne sagen. Und das muss dann noch funktionieren. Ups. Voilà. Ah. 1 bis 10, kein Zwellen. Da kann ich auch keine Fehlerdivision durch 0, schon auch kein Maximum und Minimum, die falsch stehen für den Lowest und Highest. Und das haben auch nicht, wird auch gesehen. Das ist die elegante Lesung. Also, das ist das Ziel, nicht Menge nicht. Nein. Ja. Da tun wir das Wichtigste zu verhalten, mit denen, was das die Menge. Ja, also den, die zwei Effen, ich Menge, das muss ich drin fahren. Ja. Ja. Aber die Subtilität mit den Startwerten ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Definitiv nicht einfach. Voilà. Ja. Und für die nicht gemerkt haben. Ganz einfach, ja, so eine Methode für den Minimum und Max zu bestimmen. Nicht immer einfach nicht mehr einen stupiden Swap machen, ohne nur zu denken. Ja. Das tun muss ich noch können. Was an der Angabe steht, der wenn der Minimum Max nicht gebrauchen, dann muss okay, ich mal denken, dann muss ich das nicht machen. Dann muss ich mal denken, if, dann muss ich ein Konditionell holen. Da brauchst du eine Welle zu tauschen, mal denken, nee. Mit der Variable. Ja. An diesem Fall halt nicht. Mit okay. Der tun ist aber erlaubt, wenn das da steht. Okay. Voilà. Voilà. Ich gebe so, und das wäre dann für die Lesung von dem schweren Teil vom Exercice 23. Statistik ausrechnen, Schritt für Schritt. Voilà, also, merci für den Nachhören.